Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together 7 Days to Die mit der lieben Sira Komori. Hallo. Au, das war mein Schritt. Hör auf. Du hast einen Metallschädel, das manchmal klonkt, wenn ich einen Schädel treffe. Ja, weil ich dieses Ritterding anhab. Das kann gut sein. Guck, weil ich das hier eigentlich anhab. Okay. Deswegen wird das wahrscheinlich so klingen. Ich habe ja diese Mütze. Oh, ich glaube, die Dings ist leer. Oh, die Dinge sind leer. Du musst sie auffüllen. Du hast diese Liebe, nicht ich. Ich kann sie aufheben. Ich habe aber keine Muni dafür. Njums. Haben wir unten noch Muni? Ich habe irgendwann nicht Munition hingeschmissen. Genau. Hier sind wir. Aber da haben wir Level 1. Ich hatte irgendwo einen Level 2 gesehen. Level 4 sogar. Schau mal. Tausche mir die doch gerade mal aus hier. Yeah. Tausche. Tausche. Das hier würde ich gerne auch machen. Was tausche? Das hier die Wand fertig machen. Ach so, ja. Ja, dafür brauchen wir Sand. Also doch nochmal die Wüste. Aber wir haben keinen Sand mehr, glaube ich, ne? Nee. Oh. Entschuldigung. Die bleibt liegen, definitiv. So, was machen wir? Losfahren. Wohin? Achso, ja, ich habe ja noch die Quest zum Abgeben. Erstens das und zweitens wollten wir noch zu dieser Schule und ich wollte zu diesem Sackladen. Zu diesem Sackladen? Sackladen. Ernsthaft? Das war der falsche Knopf, Entschuldigung. So, wo war das noch? Aber ich gebe erstmal die Quest. Genau. Alter! Dein Baumhain. Ja. Falls wir Holz brauchen, jetzt weißt du, wo wir es herkriegen. Das sieht man sofort, dass du das gepflanzt hast. Und den haben wir schön mitgeschleift hier. Sag ja, wenn wir Holz brauchen, du weißt, wo wir es herkriegen. Du hast gar nicht, sonst weiter wegmachen. Doch auch gar nicht. Ich habe doch nur gesagt, man sieht sofort, wo du das gepflanzt hast. Ja. Das fällt sofort auf. Ach Quatsch, sowas fällt nicht auf. Ich kann nicht anders, ich muss die immer alle überfahren. Wenn sie wenigstens nochmal sterben würden beim Überfahren, wäre schön. Aber ja, die nehmen so minimal Schaden. Wenn wir EP kriegen würden. Also ich wüsste schon mal, was ich als nächstes bauen möchte. Ich würde gerne die Dragschrauber bauen. Aber die brauchen halt noch verdammt viel. Jo. Wie viel Uhr macht das nochmal auf? Das 10. Hat schon auf. Ich glaube um 5 nach 6 macht es, glaube ich, auf. Ah. Und ach. Derzeit könnte ich schon mal... Alice, hast du markiert das Dings, oder? Die Schule. Ja, ich glaube, die habe ich markiert. Vergrabene Vorräte. Die mache ich am liebsten. Du musst nicht kämpfen, zwingend. Oh, wir wollten noch Benzin nachfüllen, fällt mir gerade ein. Oh, stimmt. Naja, gut, es sollte aber eigentlich noch reichen. Ah. Zumindest eine Weile. Sag mal, was machst denn du da? Was wird denn hier die Auto Folge? Das ein Problem, das wird die Folge hier Siras Fahrstil Part 2 oder was? Ja, senkt das Au Part 2.
Die Autobahnraserin, hä? Huh? Naja, eher Berg- und Talbahnraserin. Hier müsstest du aussteigen. Ich bezweifle, dass ich hier hochkomme, aber ich probiere es mal. Das schaffst du! Du kannst es schaffen! Du kannst es schaffen! Die Motivationshupe! Du schaffst es! Yay, hat's geschafft! Ach, das ist sogar das Städtchen da unten. Ein Städtchen? Oh Gott. Oh Gott. Die Vorräte sind auf dem Berg. Oh Gott. Hier. Huch. Tschüss. Wie bin ich denn gerade weggeflogen? Auf einmal lag ich da. Ich steig nicht aus, ich bleib in diesem Auto sitzen. Das hatte ich auch noch nicht. Da hab ich mich wahrscheinlich auch selber überfahren. Ja, wie mit der Seemotte, ne? Ja. Ach, da ist es. Oh, wieder Essen. Oh, Kaffeesamen, das habe ich noch nicht. Die nehme ich gleich. Sorry, wenn man meinen Trick gerade gehört hat. Aber ich habe Durst. Hallo? Huch. Mein letzten Stein mitgenommen. Da? Ja. Ah, okay. Ich komme darauf nicht klar, ey. Das sieht wahrscheinlich nachher dann wieder noch lustig aus. Ich weiß jetzt schon, dass sie wahrscheinlich die Folge öfters schauen wird. Ich sehe nichts mehr, ich heule schon. Oh. Bist du bei dir eigentlich arg geflogen? Weil bei mir bist du einfach nur raus und hingefallen. Ich bin irgendwie 3 oder 4 Meter weit geflogen. Okay. Muss mir mal ein kurzes. Muss mir mal schicken. Ich muss. Ich muss mir erstmal meine Augen abwischen, ich sehe nichts mehr. Voll leise! Oh Gott. Das Spiel, Moment. Ey. Das kannst du laut sagen. Also ich habe das ja schon sehr, sehr lange gezockt, aber dass ich irgendwie so umgefallen bin, das hatte ich überhaupt noch nicht. Okay. Ich auch nicht. Aber ich spiele es auch nicht so oft. Sonst haben wir was zum Abholen und beseitige Zombies. Ich hole lieber ab. Mein Bauch. Ach ja, ist dann eine neue Lieferung oder kommt die erst noch? Oh, tatsächlich, heute ist neue Lieferung. Neue Lieferung, so rum. Neue Lieferung. Neue. Neue. Was gibt's denn Schönes? Ein Nachtpirscher-Bauplan, den ich noch nicht habe. Und Bogenschießen für Ranger. Okay. Puff. Großvaters Vergiss-Elixier. Geschmiedeter Stahl. Mit der Magen. Also dem tut nicht mehr der Magen. Nee, wohl eher weniger. Was haben wir denn hier? Betonmischung. Beton? 1000 Betonmischung. Oh, ich. Warum haben wir unser Geld nicht mit? Keine Ahnung. Ich habe zwar ein bisschen, was aber der 3-Schnitt. Scheiße. Müssen wir irgendwann noch mal
in den nächsten 3 Tagen noch mal hier auflaufen müssen, das Zeug mal holen gehen. Ja. Yep. Auf zur Schule. Wieder mal. Ich muss erst mal suchen, wo die ist. Die Schule. Ist das die? Da, ja. Wo ist sie denn? Wo ist sie? Da hinten. Yes. Wir gehen nochmal zur Schule. Und schießen da Zombies um. Übrigens Schule, die haben Buffy in Bande Dämonen komplett Staffeln auf Netflix, finde ich cool. Okay, hab ja. Ich noch gar nicht gesehen. Was ich ist das hier? Keine Ahnung, abgehackte Welt. Wer hat denn hier geschlampt beim Designen? Was zum Teufel? Ich hab's durch Zufall gesehen, irgendwie so, oh geil. Musste anfangen wieder zu gucken. Zumal ich die letzte Staffel eh nie gesehen hatte. Ja, irgendwie schon. Hat Gott mit seinem Steakmesser einfach mal eine Linie gezogen. Der hatte Hunger. Ja. Huch, was war das? Oder war es auf Amazon? Ja, die da. Ja, die da. Ja, die da. So, da sind wir gleich. Hey! Schulbus zerlegen. Oh nein, ich hab mein Dingens wieder nicht mit. Ich hab mein Dingens nicht dabei. Mein Sachlos. Geht das überhaupt? Ja, es geht, cool. Genau das habe ich nicht bei. Scheiße, das habe ich vergessen. Oh, was höre ich denn da? Keine Ahnung, ich lese nur Stopp. Ja, das ist scheinbar ganz in der Nähe. Okay. Oder auch nicht. Nee, doch nicht. Sah so aus. 5000 Kilometer weiter. Es ist in der Nähe. Ja, 5000 jetzt nicht unbedingt, aber ein Stückchen ist es schon. Ich will mal gerne wissen, wie groß eigentlich generell diese Karte hier überhaupt ist. Ich bin schon mal außen rum gefahren. Sie Und? Hat ein Ende. Echt? Ja. Mehr? Hä, was mehr? Ist da mehr oder ist da einfach nur gar nichts? Da ist Wasser. Ja, meine ich doch also, mehr. Im Grunde eigentlich dann der tiefe Ozean. Das ist, ja, die Karte, die kannst du, wenn du zum Beispiel rauszoomst und du kannst sie ja ziehen und wenn du das halt nicht mehr ziehen kannst, ist sie zu Ende. Okay. So hab ich jedenfalls die Erfahrung gemacht. Und da waren so viele verschiedene Gebiete, sind das gar nicht. Da gibt es einmal noch ein verbranntes Gebiet, da gibt es ein Gebiet voller Schrott, das Wassergebiet, das Eisgebiet. Das, wo wir jetzt hier sind, das mediterrane Klima und dann gibt es noch die Wüste. Mehr ist das gar nicht. Aber dafür halt relativ groß. Ja, halt weit gefächert das Ganze, ne? Sorry, der hat ganz schön viel so ein Bus. Der ist bei 2500. Was soll ich denn machen? Ich kann leider nicht. Auch wenn ich es können, auch wenn ich es gerne würde. Auch wenn ich es könnte, ich würde es nicht tun. Ich habe leider meinen Schraubenschlüssel vergessen. Schon wieder. Du magst aber deinen Schraubenschlüssel nicht, gib's zu. Ja. Kann man einen herstellen? Ich glaube. Na, Schnucki putzen, wo seid ihr? Ah, hier. Hallo. Hallo. Ich helfe dir mal beim Durchbrechen. Bitteschön. So, die Busse habe ich geschafft. Die Busse. Die Busse. Dreckiges Wasser, juhu, ich liebe es. Oh, was habe ich denn gesehen? Ja, ich habe einen Schraubenschlüssel gekriegt mit Level 4. Ja, jetzt bin ich fertig mit dem Bus. Und ich bin schon wieder komplett voll, weil ich jede Menge Klamotten gekriegt habe. Okay. Ich bin jetzt auch in der Schule. Hallo. Ich glaube, Hi. Die Klamotten zerlege ich komplett. Ach doch. Die sperren nur Platz ohne Ende. Trink mal was, weil ich krieg wieder Diarrhoe. Wäre schön. Eigentlich nicht.
Du hast den Medizinschrank neben dir vergessen gehabt auszuräumen. Ich hatte keinen Platz mehr. Achso. Vergessen hatte ich nicht, ich hatte nur keinen Platz. Ich mach gerade erstmal Platz. Oh, warte mal, da war ein Lila. Na komm, schlag dich durch. Okay. Ich habe eine Mützenmod, magst du die haben? Was ist das für eine... Ja, so eine, ich weiß nicht, so eine Art Wintermütze, die wurde in den Kopf reinsetzt und dann nimmt das dieses Aussehen an. Ich wüsste nicht, dass ich das brauchen könnte. Ist halt so ein Gag. Nee. Was ist das? Ein Poncho? Ein Lederponcho? Hör zu, du Arsch! Du bist noch am Leben, weil ich dich mag. Genau richtig. Wir haben dich beobachtet. Wir können niemanden mit deinen Talenten gebrauchen. Wenn du also was klitzekleine Aufgabe erledigen kannst, schaffst du es vielleicht ins Team Crazy. Ich bin sowas von durchgeknallt, aber so gefällt es mir. Crazy Jake. Ah ja. Töte ein paar besonders infizierte Zombies. Ach so, das ist so ein ganz normales Ding. Oh, Goldrot, du hast... Ich habe? Hallo? Hallo, hast du noch deine Diarrhoe? Nee. Weil ich habe nämlich gerade Goldrotentee gekauft. Ich hatte gar keine Diarrhoe gehabt. Am Ende kriege ich wieder Diarrhoe, hatte ich gemeint. Oh, ach so, naja, nee, nee, ich habe keine gehabt. Ich glaube, ich muss aber erstmal an die Karre. Da hinten sind noch mehr Autos gewesen. Ja, ich wollte jetzt nicht alle. Ich wollte dich jetzt nicht alleine lassen. Ach, stimmt. Bleib liegen. Ich hab's Lehrerzimmer gefunden, glaube ich. Das Lehrerzimmer. Das leere Zimmer. Das leere Zimmer im wahrsten Sinn des Wortes. So, was haben wir denn hier hinten? Ein Schulraum. Oh nö, ich hasse Spinde. Da sind immer so viele Klamotten drin. Was schreit mir jetzt ins Ohr hier? Ich bin's nicht. Ach, da drüben. Oh, das sind eine ganze Menge. Na? Hoppala. Durch die Tür abgeknallt. Haha. Hier ist noch ein Getränkeautomat im Lehrerzimmer. Oh, dann kauf mal ein, wenn du Kohle hast, was ich allerdings bezweifle. Ich habe gar nichts. Ja, siehste. Ein Pokal. Und ein Rucksack. Und doch. Ein Mülleimer voller Fleisch. Scherben! Ja! Oh, ein Buch. Öl? Ödlandschätze. Und 6. Ui. Hallo. Ach, verdammt. So. Ein Safe. Oh, was war das? Irgendwas mit Level 5? Alteisenbeinschienen. Hm? Was macht eigentlich ein Safe in der Schule? Keine Ahnung. Kinder wegschließen? Dafür ist er zu klein. Ach, die werden zerstückelt, das passt schon. Ah, okay. Wenn sonst nichts ist. Das passt schon. Da haben Munition drin und so. Wow. Braucht man in der Schule auch total. Na naja, gut, wenn ich bedenke, heutzutage... Ist das vielleicht gar nicht mal so in falsch. Manchen Schulen wäre, glaube ich, so Waffenschrank, glaube ich, sehr... Nee, eigentlich nicht. Sollte eigentlich normalerweise keine Regel sein, sowas. Ganz ehrlich, nee, nicht. Eigentlich nicht, aber manchmal wäre das nicht unangebracht. Ja, man ist aber in dem Moment, aber man ist in dem Moment ja kein Vorbild für die Kinder in dem Sinne. Dann ist man nicht besser als die. Als ob es Sinn macht, ein Vorbild zu sein. Normalerweise zu meiner Zeit. Ja, das ist auch schon ewig her. Ey! Genau, so alt bin genau ich nicht.
Das ist genau dasselbe, wenn ich sage, ja, zu meiner Zeit war die Schule noch ganz anders. Ja, natürlich war die Schule noch ganz anders. Da hinten warst du schon gewesen, oder? Komplett hinten durch. Weiß ich nicht. Ich klappe hier gerade noch die einzelnen Kinderzimmer. Ja, die einzelnen Zimmer ab. Aber da, wo du gerade hinläufst, da kam ich her, ja. Das wollte ich doch noch wissen. Ich habe dich ja jetzt gerade erst gesehen. Hui. Da hinten warst du, denke ich mal. Ne? Ja. Dann gehe ich jetzt nach oben. Ich hoch. Bleib hier schon. Alles gut. Und schon wieder ein Pokal. Noch nicht mal ein goldener Pokal. Bleib doch einfach liegen, bitte. Warum stehen sie immer wieder auf? Das ist total sinnlos. Ich habe den Zigarre, glaube ich, gefunden. Eine Zigarre. Oh, die kannst du anlegen. Das ist Ausrüstung. Oh, lass dir gerne eine Zigarre im Maul, wenn du die anlegst. Die war mal Lehrerin gewesen. Die hatte gesagt, sie würde besser kommen. Ich habe noch ein Buch. Ein Buch. Ich weiß nicht, ob du es hast. Buch. Ja. Ein Bitte. Buch. Oh nee, hab ich nicht. Dankeschön. Bitteschön. Ich hab Kartoffelsamen als Rezept. Kartoffeln. Kartoschka. Ich glaube, hier oben ist nichts mehr sonst. Ja, glaub auch. Ich würde ganz gerne noch aufs Dach. Was willst du denn auf dem Dach? Da ist wahrscheinlich auch noch was. Was denn? A Kiste. Kiste? Kiste? Aber ich bezweifle es, weil sonst wird mehr irgendwie hochkommen. Logischerweise. Ich habe einen pinken, ja, lila farbenes T-Shirt und dazu lila Farben. Na, sag's. Hä? Auf jeden Fall schick. Ja. Da müsste ich mal Mundschutz hergeben für. Bist denn du? Draußen. Beim Auto? Ja, in der Nähe. Guck mal. Schick. Ich weiß nicht, wie ich aussehe. Frage, lieber Mundschutz oder Zigarre? Naja, die hat halt mehr... Was meinst du? Das ist dein Charakter. Musst du ich sehe es doch nicht. So. Also, damit ich deine Visage nicht die ganze Zeit sehen muss, ne, würde ich eher sagen Mundschutz. Okay. Hier. Zigarre für dich. Warte. Sieht irgendwie komisch aus. Yep. Dampft noch nicht immer. Ist doch doof. Stärke. Was ist das? Bartering. Was heißt ein Bartering? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Das ist für Kälte- und Hitzewiderstand. Hast du Rezept Himbeersamen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ein Stufe 3 Jagdgewehr, cool. Ich möchte noch wo rein. Ich möchte mal meine Sachen abladen. Kannst du jetzt hermachen? Nein, Heidelbeersamen hatte ich noch nicht.
Dann hast du es jetzt. Sehr schön. Ich gehe jetzt in den I'm Gone Funreal. Mach das. Mal gucken, ob ich Särge finde. Wäre bestimmt lustig. Ich einfach besondere Zombies. Noch eine Quest. Wissen. Also gut, Überlebender. Du hast wohl die Notiz gefunden, die wir für dich hinterlassen haben. Jetzt, da die Katze aus dem Sack ist, können wir gleich zum Punkt kommen. Wir haben dich beobachtet und denken, dass du ein guter Rekrut wärst. Doch bevor wir einen Fremden aufnehmen, müssen wir erst sehen, ob du diese einfache Aufgabe erledigen kannst. Ich bin glatter als Katzensch... Okay. Ich bin glatter als Katzenscheiß auf Linoleum. Linoleum? Willi. Herausforderung, töte ein paar Tiere. Wow. Toll. Super. Prima. Entschuldigung. Was, Entschuldigung? Ah, oh, ich habe gerade einen in den Kopf weggeschossen. Wie kannst du nur? Schäm dich. Durchsuche gerade Särge. Ich komm mal mit dem Auto vorbei. Ja. Yep. Und jede Menge Bücher sind sogar in Särgen. Interessant. Ist wieder ein Einkaufswagen. Am I gone? Vorsicht! Ach. Schick hier. Und die Unterschränke lässt so unbeeindruckt. Ja, die lasse ich dir. Okay. Ich höre das überall nur rumschreien hier. Yep. Eine kleine Kapelle. Da was drin, ne? Ja. Hier. Ich habe gerade eine Leiche auseinandergezwiebelt. Ich hab's gesehen. Hallo. Knochmann hat gelangt. Ich höre aber noch mehr. Ja, hier sind wahrscheinlich noch welche. Feuer! Ein Feuerli. Ach, guck mal, das ist ein Krematorium hier hinten. Hier ist was oben drauf, guck mal. Hm? Oh, Medizin war hier oben drauf. Ja, eine Millisekunde zu spät. Geht sogar das Dach drauf. Geil, da sind bestimmt wieder Kisten oben. Geht's mal nicht weiter hoch? Nicht ohne mir. Nope. Hopp. Geier, na toll. Ha! Kackviecher. Okay, nein, hier ist erstmal gar nichts bis jetzt. Das habe ich mir gedacht. Ich habe Aloe-Creme gefunden. Ich habe die Kisten gefunden. Wo waren die jetzt? In dem Kirchturm. Oh, hier ist auch. Huch, hier geht es ja weiter. Huch! Bist du denn? Hier.
da oben in dem Glockenturm da oben waren es drin. Okay. Hier ist auch noch was drin. Ich kann nichts mehr nehmen. Toll, eine Kartoffel und ein altes Sandwich. Wahnsinn. Aber ich habe zwei Dinger gefunden. Tagebuch des Jägers. Und. Ach, ich habe noch was für dich. Und Ausbildung zum Feuerwehrmann. Guck mal hier. Ich habe noch Tagebuch des Jägers auch noch für dich. Guck mal, ob du es schon hast. Nope. Diese gefährlichen Raubkatzen halten sich häufig in den schneebedeckten Bergen. Ich habe eine Wasserreinigungsmod gefunden. Ach ja, das ist, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, dass du das trinken kannst, ohne das zu reinigen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe einen Stahlbrustpanzer Stufe 6 gefunden. Viel besser ist er eigentlich nicht als meiner. Ist Eisen besser als Stahl? Nee, ne? Ich glaube nicht. Aber die Särge, wo hier an dem Schild dran geklebt sind, die kann man auch noch plündern. Na toll. Ja, geil. Als ob ich's geahnt hätte. Ist nur leider nicht drinne. Schade. Das hast du wohl vergessen. Ach, geil. Oh, da ist was drinne. 4 Modifikationsslots habe ich in den Ding drin. Ja, je höher da die Stufe ist, desto mehr Slots kannst du dingensen. Merk's grad. Cool. Also, ich finde den Ort hier schon mal cool gemacht, eigentlich, ne? Ja. Kann man hier vielleicht noch irgendwo was anderes kriegen? Auf der anderen Seite oder so? Schade. Yeah, wir sind bei 32 Minuten. Ah, ich habe einen Rucksack gefunden. Juhu. Donnerbüchse Stufe 6. Alter, was ist denn hier in diesem Laden? Oh, was sind da? Stahlstiefel. Donnerbüchsenmunition. Quartalstiefel, was hab ich denn? Oh, ich habe immer noch die Eisenstiefel. Bist du eigentlich schon wieder unten oder bist du noch oben? Ich bin am Auto schon wieder. Ah. Was hab ich denn da drin? Hab ich zwei Plätze? Ah ja, gut, das ist auch Level 4. Geil. Gib mal her, das Zeug. Da geht's nur raus. Au. Oh, was war das gerade? Meine Donnerbüchse war das. Woll, wie klingt die denn? Huch. Wow. Ich glaube, wir sind hier fertig. Ja, glaub auch. Guck hier. Scheiße, was ist das denn für ein Ding? Was geil ist, du musst die noch auf altmodische Art und Weise stopfen. Okay. Ja. Aber die hat bestimmt ordentlichen Bums drauf. Ne? Ja, deswegen fahren wir zum nächsten Zombie. Ich will mal gucken. Fahren wir zum nächsten Zombie, als ob ich genau weiß, wo der nächste Zombie ist. Oh, guck mal, ein Spielplatz. Ach, bestimmt ein Zombie. Nee, ist keiner da. Uff. Oh, ist das vielleicht Sand? Boah. Aber nicht viel. Besser als gar nichts. Ja, da gehe ich lieber in die Wüste. Ich glaube, da kriege ich mehr Sand raus, wenn ich da buddel. Oh,
Auto eigentlich Guck voll? mal, ich rutsche. Ui. Ja, das Auto ist voll. Ja, allerdings. Ich zerstöre Kinderträume. Ey! Die armen Kinder. Die armen Zombie-Kinder. Oh. Ich hoffe, wir werden sowas niemals hier antreffen. Da kann ich mich gut drauf verzichten, auf sowas. Nicht nur du. Die Stoffsachen, die kann man doch eigentlich... Ja, verwerten. Die Klamotten kannst du zerlegen. Die brauchen wir nicht. Muskelshirt. Ah. Oh, ich hab Kohle. Kohle, ich hab einen Blaufichtensamen. Cool. Und eine Schiene. Hab ich auch. Zwei Stück schon wieder. So. Fahr mal zur Kiste. Yep. Wir treffen bestimmt Zombies. Hier ist er noch Magd. Das ist was ähnliches. Girls. The Booby Trap! Was? Booby Trap? Ja, stand da! Okay. Ich dachte schon, hä, was für Dingens? Ja, wir müssen nochmal hierher. Wir nehmen Booby Trap. Schön. Da kommt wahrscheinlich jede Menge Chili da wahrscheinlich. Chili da. Oh, Moment, ich muss was kicken. Jetzt kommt die Miete. Puff, und weg ist er. Ja, da ist auch einer. Warte. Auch nicht. Entschuldigung. So. Das Auto schlucken. Wir sollten, glaube ich, die Folge erst beenden, bevor wir weitermachen, oder? Oh, stimmt. Da war was. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, tschüss.